Grüße Gott, willkommen zu einer neuen Review auf dem Channel Movie Makers 011. Ja, derzeit ist viel los auf unserem Channel. Das ist schon bekannt sein, P-Wrestling U hat sich angeblich gelöscht. Soll angeblich wieder einen neuen Channel aufmachen. Mir ist ganz egal, ich fange jetzt einfach mit einer Dokumentations-Review an. Ich glaube, das ist die erste Dokumentations-Review jemals auf diesem Channel, bisher. Ab heute nicht mehr. Und zwar auf eine wahre Begebenheit, natürlich ein wahres Geschehen. Und zwar Tschernobyl aus meiner Tage, die die Welt bewegten, BBC-Box. Mit, ja, Tage, die die Welt bewegten. Vom Hitler bis, ja, 11. September 2001. World Trade Center. Dürfte bekannt sein. Ja, da, Dokumentation ist ab 6 freigegeben, glaube alle Dokumentationen. Die Doku dauert jeweils 50 Minuten pro, also Tschernobyl 50 Minuten und Decken der Kernspaltung, weil werde ich etwas über Tschernobyl erzählen. Ja. Und zwar am 26. April 1986 ist in Block 4 des Atomkraftwerkes Tschernobyl ein GAU, also atomaren Unfall gekommen. Also sie wollten Atomkern testen und der war fehlerhaft. Und ja, während dem Testen ist das Ganze noch in Luft gegangen. Ich denke, das Geschehen dürfte fast jedem bekannt sein. Doch es ist eine Review und ich review dieses Geschehen. Damals, vor über 20 Jahren. Und die Arbeit der Stadt war, glaube ich, Prick, oder wie die heißt. Keine Ahnung. Und ja, es war halt so, das ist explodiert, natürlich extreme Strahlung, die keiner sieht, und die Stadt, glaube ich, hat 150.000 gehabt, oder 50.000, glaube ich. Die waren natürlich alle verseucht, die sind viel zu spät evakuiert worden, glaube ich, erst am zweiten Tag oder so. Und die Menschen sind großteils gestorben, verreckt, und die, was überlebt haben, haben schwere Schäden für den Rest ihres Lebens, und es gibt keine Missbildungen wegen denen, also Geburtenmissbildungen, wegen diesen Ereignis. Und was haben sie gemacht, damit die Strahlung eindämmen können? Ja, sie haben haben Sand drauf geschüttet, Kiel, also ja, zentnerweise Sand auf dem Reaktor, der ja kräftig aufstrahlt. Und das war am Anfang da richtig gut ausgeschaut, haben sie natürlich eingedämmt. Da haben wir das Problem, das ist natürlich brennend heiß, ist Uran, strahlendes Material, extrem, und das darf natürlich nicht ins Grundwasser, wenn es ins Grundwasser kommt, ist ganz Europa verseucht von dem Zeug, Verstrahlung halt, und dann ist ganz Europa ausgelöscht oder so, damals war das halt das Problem. Dann haben sie einen Tunnel gehabt, haben von unten auf betoniert als mögliche, haben sie wirklich geschickt gemacht, und nachher haben sie am Ende so einen riesigen Blei, dämpft die Strahlung extrem ein, ein richtiges extremes Schutzschild, glaube ich, so ein Meter dicker Bleimantel drüber, das Ganze. Und jetzt, seit 20 Jahren, jetzt, natürlich hat es schon nachgelassen, aber es gibt diesen Todeskreis, der 30 Kilometer groß ist. Und natürlich für die nächsten 100 Jahre, glaube ich, läuft da nichts, und es spielt sich da echt was Interessantes ab, denn die Natur kommt da wieder zurück zu Urgesteinen. Die Natur für die Tiere ist natürlich ein Wahnsinn, es ist halt ein Sperrgebiet, aber die Natur ist natürlich freie Wildbahn, es verwildert alles und es ist einfach cool, wie die ganzen Städte und so natürlich so dahin vegetieren und hinwerden und alles, zerfallen wollen. Den ganzen Häuser, und ich glaube einmal im Jahr kann man sogar hinreisen. Natürlich, das Kernkraftwerk muss immer betrieben werden, ohne Betreuung geht es nicht ganz.
Da gibt es ganz kuriose Arbeitszeiten, ich würde denen einen Haufen Geld, was da arbeiten, natürlich geht es in die Gesundheit und müssen, glaube ich, eine Stunde am Tag arbeiten, ist klar, weil sonst geht das nicht, sonst kapierst du ja. Man kann ja wirklich hinfahren, eine Reise, direkt in den Ort und ja, wenn es zahlt, macht es das, ich, mir zahlt das nicht. War ein schlimmes Erlebnis, also ich war nicht auf der Welt, aber war echt ein schlimmes Ereignis, so würde ich sagen. Eigentlich Wahnsinn. Bis dato eine der größten Katastrophen, natürlich jetzt schon mit Ölkatastrophe Nummer 1 und 2. Natürlich hat ja auch schon viel passiert mit den Ölkatastrophen, aber auf jeden Fall war das damals echt der Wahnsinn. Die natürlich die, wie soll man sagen, radioaktiv verseuchte Wolke, die ja über Europa zog, traf genau Österreich. Wo damals natürlich haben wir, glaube ich, dann 5 Jahre keine Pilze oder irgendwas essen. Auf jeden Fall leider ein bisschen Pech gehabt, dass wir ein bisschen was abgehört haben, aber ich denke, wir haben uns jetzt so schwer getroffen. War ja in, na, wo war es denn? In Ukraine war es, genau. Übrigens, Kiew ist fast in der fast im Todeskreis drinnen. Fast, was ich so weiß. Und in Kiew natürlich, da wohnen, glaube ich, ist nicht so wirklich direkt neben der direkt neben dem Todeskreis. Großstadt natürlich. Ich glaube, da würde ich nicht gern leben. Da glaube ich, lebst du auch nicht so gut. Auch wenn es knapp hinter der Todeslinie, glaube ich, Sperrzone oder wie es heißt, wohnst, glaube ich, da hast du ein kürzeres Leben. Meine Meinung war aber gut. Ja, so schlimm das sind das auch. Jetzt auf 20 Jahre ist es eh wieder weniger geworden. Aber am Anfang ist natürlich immer rundherum alles verfault, die ganzen Bäume, so ist ja klar, von der hohen Strahlung. Und die fleißigen Arbeiter, die was da diesen Mantel drüber baut haben, natürlich fast alle gestorben und so. Aber ist echt cool. Cool ist nicht, nein. Blödes Wort, tut mir leid. Cool ist sicher nicht. Jetzt ist mir ein frisches Wort ausgerutscht. Nein, cool ist das echt nicht. Schlimmes Ereignis und man sollte mal drüber nachdenken. Ich meine, Österreich ist ja Kernkraftwerk frei. Zwentendorf, wer sich erinnert, vielleicht sagt das irgendwann. Volksabstimmen, Volksbelangen. Und ja, natürlich Deutschland ist klar, die haben Kernkraftwerke, aber gut. In der heutigen Zeit, ja, du musst auf erneuerbare Energie setzen, aber die Politik, bis sich das umstellt auf die erneuerbare Energie, das dauert ein bisschen. Früher war halt Atomkraftwerk modern, Österreich hat sich schlicht dagegen gewehrt, mit dem Volk, ich meine, das ist ja wirklich cool. Aber gut, wir haben auch Glück, wir haben viele Wasserkraftwerke und so, deswegen können wir es gut ausgleichen. Natürlich Deutschland, das ist schwer, nur mit erneuerbaren Energien und so, das geht auch nicht sicher, aber du musst mal mit kleinen Schritten darauf hinsteuern und ja, hoffentlich wird das dann einmal was. Ja gut, das war ein kleiner Review, oder wie man es nennt. Bitte.